Mein Name ist Christian Harvey und es wird wieder Zeit für ein kleines Deck-Review und diesmal habe ich die Karten von The Walking Dead. Warum habe ich dieses Kartenspiel ausgewählt? Ganz einfach, vor ein paar Monaten in Brüssel habe ich zwei der Darsteller getroffen, das war der Pfarrer und der König. Hier ein paar Fotos. Ich würde sagen, legen wir auch gleich los. Aber bevor wir das machen, denkt bitte daran, falls noch nicht geschehen, den Kanal zu abonnieren, indem unten auf das rote Abonnieren-Feld geklickt wird und am besten auch noch auf die Glocke. Denn dann wirst du keines der Videos mehr verpassen. Alles klar, legen wir los und am besten machen wir das hier an meinem Tisch. Okay, dann legen wir mal los. Es sind diesmal zwei Decks. Wir haben hier Daryl, wir haben hier Merle und beginnen wir dann mit dem Kartenspiel von Daryl. Das heißt, wir haben hier dann das Kartenspiel, so sieht es dann die Vorderseite aus. Hier haben wir die Rückseite, da hat man schon so ein bisschen einen Eindruck, was von Karten drin ist. Wir haben das AMC-Logo drauf. Und was mir sofort aufgefallen ist, das Kartenspiel ist jetzt nicht aus dem Hause Bicycle, also USPCC, sondern da steht einfach Cardinal. Kenne ich weiter jetzt nicht, den Hersteller. Und die wurden dann auch in China hergestellt. Okay, ist von 2013. Ich weiß nicht mehr genau, von wo ich die Kartenspiele habe. Die kommen auf jeden Fall aus den USA, aber ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wann ich die mitgebracht habe. Gut, gucken wir mal rein, wie die Karten ausschauen. Und fällt alle raus. So. Also, das erste, was mir auffällt, das ist die Qualität der Karten. Da muss ich leider sofort sagen, die Qualität ist jetzt nicht vergleichbar mit den von Bicycle. Das fühlt sich einfach so nach billigem Karton an. Die Karten lassen sich auch nicht, gut fächern, sind dafür viel zu rau, auch wenn man, ja, da wurde an der falschen Stelle gespart. Leider könnt ihr das jetzt nicht, kriegt ihr das jetzt nicht so mit durch das Video, aber ja, besonders gut fühlen die Karten sich nicht an. Die haben auch die Versiegelung jetzt nicht wie hochwertige Karten. Naja, trotzdem gucken wir es uns an. Also die Rückseite von den Karten ist jetzt genau wie die Vorderseite der Schachtel. Genau das gleiche Design. Wir haben da Daryl drauf. Und dann geht's los. Als Joker haben wir Merle. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, der Bruder von Daryl gewesen. Und hier haben wir ihn als Pick Ass. Noch einmal. Das ist dann auch so, also das Set wiederholt sich immer. Wir haben hier Daryl als, wir haben hier Merle als Pik Ass und dann als Herz Ass haben wir genau die gleiche Karte. Ja, das sind immer die 13 Karten, die sich wiederholen. Vom Ass zum König. Die Pik 2, da haben wir dann das Don't Dead Open Inside. Don't Dead. Open inside? Don't open that inside. Schriftzug müsste da in der ersten Staffel vorgekommen sein, wenn ich mich auch richtig erinnere. Falls nicht, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren korrigieren. Also ihr seht schon, bei den Karten jetzt passiert nicht viel. Mehr ist da nicht drin. Ich gehe die daher auch dann schnell durch. Hier haben wir dann nochmal Daryl mit seiner Armbrust. Merle, wie er sagt, aus welchem Grund auch immer. Und als König dann nochmal Daryl. Man sieht also schon, da sind nur zwei Darsteller aus der Serie, die wieder in diesem Kartenspiel verarbeitet worden sind, die beiden Brüder. Und hat schon gesagt, das wiederholt sich dann hier im, mit den Herzkarten haben wir dann das Augensymbol im Herz. Hier sieht man es auch noch sehr gut. Auch wieder den Don't Open Dead Inside Schriftzug.
Also die Karten ändern sich schon weiter jetzt nicht. Gehen die dafür dann auch, wie gesagt, schnell durch. Und dann kommen wir wieder zu den Bildkarten, die gleich sind wie jetzt mit dem Peak. Und auch wieder das hier auch, das Auge im Kartensymbol. Auch wieder ziemlich normal alles und zum Schluss der Reihe. Don't that open inside. Don't open that inside. So, hier Zeichen, ein bisschen mehr Muster. Gut, so. Das war das erste. Das zweite haben wir dann hier wieder Merle, der sieht ja aber ein bisschen weniger gesund aus, sag ich jetzt mal, auf der Vorderseite der Schachtel. Wir haben da ein paar so seiner Freunde im Hintergrund. Auch hier wieder Walking Dead, AMC-Logo, Playing Cards, der gleiche Hersteller Cardinal. Hier haben wir die Rückseite und da sehen wir auf der Rückseite schon, dass die Karten ein bisschen anders sein werden. Also, ich halte die beiden Schachteln mal so als Vergleich, dann könnt ihr es am besten sehen. Und dann schauen wir uns die Karten mal an. Rückseite. Die Rückseite ist auch wieder gleich wie die Rückseite der Schachtel. Das ist genau das gleiche Design. Und hier haben wir Merle als Joker, aber da sieht er jetzt weniger gesund aus als auf dem anderen Kartenspiel. Hier als Vergleich könnt ihr euch das mal ansehen. Ich würde dem Merle hier auf jeden Fall mal anraten, einen Hautarzt aufzusuchen, einen Dermatologen. Denn so richtig gut sieht er auf jeden Fall nicht aus. Wir gucken uns dann mal einfach dann auch die restlichen Karten an. Es ist das gleiche Prinzip wie bei dem ersten Kartenspiel. Die Karten sind von Ass zum König immer gleichbleibend. Ja? Und auch hier muss ich leider sagen, die Qualität der Karten selbst ist nicht berauschend. Gar nicht berauschend. Also, Merle als Joker, diesmal der kranke Merle. Und dann haben wir hier so einen kleinen Zombie. Hier haben wir einen Zombie, der was isst. Hier haben wir einen Zombie, der schön lächelt. Hier haben wir einen Zombie, der etwas haben möchte. Keine Ahnung was. Der ruht sich auf der Wiese aus. Der sieht auch ein bisschen angepisst aus. Hier haben wir einen Zombie, der hat so ein bisschen wie eine Lederhaut. Und der macht gerade ein Selfie für Tinder. Die ist auch nicht ganz zufrieden. Die schaut so aus, als wenn die dringend Kaffee benötigen würde. Der hier hat so ein bisschen selbstverliebten Blick und ein paar Knutschflecke am Hals. Vielleicht war sie das ja, keine Ahnung. Ja, der hat auch schon bessere Tage. Der freut sich auf seinen Besuch beim Zahnarzt. Und hier sehen wir eine, die gerade erst wach geworden ist. Da fehlt auch noch der Kaffee. Und als König haben wir diesen Fettsack, der auch jetzt nicht berauschend ausschaut. Erinnert mich ein bisschen an meinen alten Chef. Ja, das sind dann die Karten, die sich dann das ganze Spiel über wiederholen. Immer die gleichen Karten, immer die gleichen Bilder. Eben bloß die Karten mit einem roten Symbol, Herz oder Karo, haben auch einen roten Rand. Und die Karten mit einem schwarzen Symbol wie Kreuz oder Pik haben einen schwarzen Rand. Trotzdem gehen wir das Kartenspiel schnell durch. Könnt ihr euch also noch wirklich den Eindruck
Ja, also die Karten bleiben dann immer die gleichen. Auch hier schade, dass das Kartenspiel auf den zwei Hauptdarstellern oder den zwei Darstellern beruht, die namentlich im Film oder in der Serie auch bekannt sind, Daryl und Merle. Die Zombies, die sind halt nur so Nebendarsteller, die sieht man vielleicht für überhaupt nur eine Sekunde. Und all die anderen Darsteller, die kommen gar nicht dem Kartenspiel vor. Und zum Schluss wieder Zombie-Merle. Also, persönlich finde ich jetzt die Kartenspiele ein bisschen enttäuschend. Aus zwei Gründen. Erstens ist die Qualität ziemlich schlecht, der Karten selbst. Und zweitens kommen ja in den Kartenspielen nur zwei der Darsteller vor. Daryl und sein Bruder. Seid ihr jetzt Fan der Serie und ihr wollt so einen Fanartikel haben oder ihr sammelt die Sachen von Walking Dead, ja, dann könnt ihr euch die Kartenspiele natürlich besorgen, könnt ihr in die Vitrine stellen. Dafür sind die perfekt. Zum regelmäßigen Gebrauch zum Spielen will ich die jetzt nicht benutzen, weil ich denke, die sind ziemlich schnell abgenutzt. Die Karten sind nicht versiegelt. Da fehlt einfach irgendwas. Trotzdem, liegt an euch, merkt ihr die Serie, könnt ihr euch das Kartenspiel besorgen, findet ihr bestimmt im Internet. Wenn ich einen Link finden sollte, setze ich die in die Beschreibung des Videos. Ich hoffe, das Review hat dir gefallen. Und falls du es noch nicht weißt, ich mache auch Zaubervideos. Darum, guck dich bis auf meinem Kanal um. Wenn es dir gefällt, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Mein Name ist Christian Lavey und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das Video anzugucken. Tschüss.